Sag mal, Kadamatsu, warum gibst du dich selbst hier so cool? Wen willst du beeindrucken? Hier gibt's nichts weiter als alte Männer und Fisch. Ich bin normaler Nein, bist du Durchschnitt. Nicht! Ich meine, sieh dich an! Was ist das für eine Aufmachung? Wer trägt so eine Hose zum Angeln? So viel Fremdschämen tut weh, weißt du? Wie läuft eigentlich deine Suche nach Jobs? Shodomatsu hat dir erst neulich gesagt, dass du zumindest nach einem suchen solltest. Ach ja, was das angeht. Heißt das, du hast einen gefunden? Was meine berufliche Zukunft angeht, habe ich keinen Plan. Was soll die dramatische Kunstpause? Und was sollte das jetzt schon wieder? Nichts beißt an. Was benutzt du denn für einen Köder? Liebesbrief. Warum? Ich habe mich in einen Fisch verliebt. Bist du geisteskrank? Rote Rosen. Hör auf, dein Wahnsinn übersteigt deine Vernunft und du bist plötzlich zum Psychopathen geworden. Ich will gar nicht arbeiten. Können wir nicht unser friedliches Leben weiterführen, so wie immer? Choromatsu! Jurishimatsu! Überbring eine Nachricht! Das unheimliche Märchen des griechischen Dichters Äsop. Heute wird der Tag sein, an dem ich den König des Sees endlich fangen werde. Wow, er beißt an! Er beißt an! Wow! Oh nein, was für ein Pech, meine Angel ist hineingefallen! Nanu? Jushimatsu sagt, hast du diese Eisenstatue fallen gelassen oder diese aus Wackelpudding? Keine, ich sehe beide Statuen zum ersten Mal. Verstehe. Nun, da du so ehrlich warst, gebe ich dir zur Belohnung diese Schonske-Statue. Was? Ehrlich? Juhu! Meine eigene Schonske-Statue, sie wird das Erbstück meiner Familie werden. War das nicht unheimlich? Hä? Rote Rosen. Hör auf! Ah, oh, ich hab meinen Text vergessen.